Es geschah bei der Einkaufspassage Cielo Vista Mall nahe der Stadt. Laut Zeugenaussagen fielen die Schüsse in oder vor einem Walmart. Die Polizei geht davon aus, dass es nur einen Schützen gab. Wir haben einen Verdächtigen festgenommen. Ich kann bestätigen, dass es ein weißer Mann in den 20ern ist. Mehr Informationen werden später veröffentlicht. Der Walmart war voller Menschen, die an diesem Samstag für das neue Schuljahr einkauften. Ich sprach mit einem anderen, der gesehen hat, wie ein Mann und eine Frau in den Kopf geschossen wurden. Die Leute versuchten einfach nur rauszukommen und andere wegzustoßen und niemanden zurückzulassen. Präsident Trump meldete sich später per Twitter. Es sei sehr schlimm. Er habe bereits mit dem Gouverneur gesprochen. Gott sei bei Ihnen. Zur Stunde ermitteln die Behörden noch. Das FBI ist eingeschaltet, um unter anderem zu klären, ob es sich um ein Hassverbrechen handelt.